Anni, Schatz. Alles Gute. Was ist denn das? Hast du da auf der Nase? Was hast denn du da auf der Nase? Was hast denn du da auf der Nase? Ich glaube, du fühlst dich wohl. Adi! Thomas! Oh, Thomas, wo bist du hin? So! Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Und es ist kein Raid-Boss-Wechsel, aber es ist was anderes. Das Teamplay-Feature wurde eingeführt in Pokémon Go. Eigentlich dachte ich, ich habe heute einen freien Tag. Heute ist Dienstag, ich kann mal einen ruhigen machen. Nee, haben sie gestern die Ankündigung gemacht. Heute ist das schon da. Was das ist, wollen wir uns mal angucken. Und irgendwie sieht es hier richtig gespenstisch aus. Wie in Silent Hill, guckt euch das mal an. Alles voll Nebel, man erkennt gar nichts mehr. Alles ist eingetunkt. Aber das ist das perfekte Wetter für Pokémon Go, beziehungsweise für meine Kamera. Guckt mal, wie genial gestochen scharf und kräftig das Bild ist. Was es nicht ist, wenn die Sonne da ist. Ich suche mir jetzt mal den Challenge-Tisch, setze mich da mal hin und versuche mir mal so ein komisches Team zu basteln fürs Pokémon Party Play Feature oder wie das heißt. Hier sieht auch richtig brutal aus, dieser ganze Busbahnhof oder was das sein soll. Der ganze Graffiti-Mauer da entlang, wo die ganzen Raids immer stattfinden. Da hinten irgendwo geht es zum Formularfischer. Alles in weiß eingehaucht, eingetunkt. Aber wir müssen jetzt davor, denn da vorne ist der Challenge-Tisch. Und da kommt ein Auto, perfekt. So, ich sitze jetzt hier am Challenge-Tisch. Das sieht dann ungefähr so aus. Da sind meine drei Freunde, die mitmachen wollen. Da bin ich, da sind die Freunde. Denn ihr wisst ja, Niantic, die sind halt immer so richtige Nazis, ne? Was das Fairness-Spielprinzip angeht. Deswegen Dorfspieler, weiß ich nicht. Ich wollte überhaupt gar kein Infovideo über dieses Feature machen, weil ich gedacht habe, interessiert mich nicht, ist eh Quatsch, ich bin eh immer alleine, ich stehe alleine am Raid, ich muss alleine meine Videos aufnehmen, ich muss alleine meine Forschungen machen, zum C-Day gehe ich mal spazieren mit meiner Freundin, aber eine richtig arme Wurst einfach nur. Vielen Leuten wird es auch so gehen, dass sie niemanden haben und dass sie entweder gar nichts machen können, großartig, oder sich mit mehreren Accounts selber helfen müssen. Das ist jetzt bestimmt wieder ein Feature für alle, wo die Leute sagen, yo, endlich lohnt sich das, dass ich 10 Accounts habe, damit ich einfach 4 Accounts in eine Partie packe und dann Boni habe während eines Raids, den ich eh mit 4 Accounts mache. Mein Ziel ist es eigentlich nicht, bei jedem Raid jetzt mit 4 Handys dazustehen oder bei jedem Spaziergang, den ich mache, 4 Handys mitzunehmen. Für euch, fürs Video jetzt, wollen wir das aber mal machen. Das heißt, ich muss mal kurz meine Bildschirmaufnahme noch starten, das habe ich nämlich vergessen. Und wenn wir das jetzt mal angucken. Bildschirmaufnahme läuft. Wir gehen jetzt mal hier drauf. Wir sehen bei dem normalen Button, wo ihr sonst hier du, euer Profil habt, Freunde, ist ein dritter Button da, Team. Hier steht jetzt Team Play, Team beitreten oder erstellen. Deswegen wollte ich auch kein Video machen übrigens. Meiner Meinung nach ist das alles schon wieder so selbsterklärend, dass du niemanden brauchst, der das vorher erklärt hat. Drücken wir mal auf erstellen. Niantic-Richtlinie brauche ich nicht, interessiert mich nicht, werde ich wieder gesperrt. So, da ist ein Teamcode. Jetzt gehe ich mal auf einem anderen Telefon auf, pass auf, ich gehe hier auf Team. Ich will mal nur den nehmen. Vielleicht reicht es ja sogar, wenn ein Team aus 2 Spielern besteht, das weiß ich aber nicht. Team beitreten, finde den Gastgeber. Jetzt habe ich hier bei dem natürlich dieses QR-Code-Fenster, wenn ich auf beitreten drücke, und kann den QR-Code von dem jetzt scannen. Geht nicht. Also ich halte es drüber. Es funktioniert aber nicht, keine Ahnung. Dann drücke ich nochmal auf Team beitreten. Geh mal auf Team Code, darf ich den dann eingeben? Genau, ich darf ihn eingeben. Da steht 970 536 034. Team beitreten. Jetzt ist Ivermild auch dabei. Kann man das jetzt starten? Es sieht gerade so aus. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, müsst ihr nicht zusammen mit 4 Mann ein Team gründen, ihr könnt das auch zu zweit machen. Ich will das jetzt aber trotzdem vielleicht mal zu viert machen, oder? Habanero wählt eine Teamherausforderung.
Fange 25 Pokémon, lande 40 großartige Würfe, fange 35 Pokémon. Wir können mal mit einem kleinen anfangen, drücken jetzt auf Start. Vergewissere dich, dass du dich an einem sicheren Ort befindest und dass alle Kinder jederzeit beaufsichtigt werden. Das ist ja ganz neu. Trainer mit Kinderkonten müssen näher am Gastgeber sein als solche ohne. Einschalten, Standort teilen, mach mal einschalten hier. Und jetzt sehen wir, der Habanero und der Ivar Mild sind gemeinsam auf der Karte. Da steht er, da stehe ich. Das ist ja richtig genial. Angeblich löst sich so ein Team, so ein erstelltes Team, spätestens nach einer Stunde selbstständig wieder auf. Ihr müsst also eine Spielsitzung eine Stunde lang halten. Außer das ist Bullshit und das ist gar nicht so. Gleichzeitig habe ich gesehen, im Spezialtab gibt es eine Spezialforschung zu den Teams. Die hat auch 4 Seiten. Die ist immer da, die könnt ihr jederzeit lösen, dass ihr zusammen als Team diese Aufgaben löst. Also wenn ihr in einem Team seid, der eine kann auch schlafen und ihr könnt hier 10 Team-Herausforderungen absolvieren, 10 Pokémon vom Typ Normal fangen mit einem Team und dann bekommt ihr hier auch so ein schönes Evoli-T-Shirt. Insgesamt gibt es, glaube ich, 4 verschiedene Evoli-Entwicklungst-T-Shirts und alles. Das kann man sich ja mal angucken, das kann man sich angucken. Ich möchte jetzt aber, kann ich das Team auch verlassen? Was ist, wenn ich hier drauf drücke? Da steht erstmal auch, was wir eigentlich machen müssen. Da ist auch Statistik immer dabei. Fang 25, okay, unser Fortschritt, gefangene Pokémon allgemein, wie viel habe ich, wie viel hat mein Kollege, abgeschlossene Feldforschungsaufgaben, wie viel habe ich, wie viel hat mein Kollege, dann erkundete Kilometer, wie viel habe ich und mein Kollege, aber wenn ihr sowieso nebeneinander rennen müsst, müsste das ja bei jedem gleich sein. Ansonsten kann ich hier auf den Ivar Mild noch draufdrücken und auf den Habanero draufdrücken, könnte da noch ein Geschenk schicken oder irgendwas machen, lade einen anderen Trainer ein. Dann komme ich wieder hier in das Menü. Also ihr könnt auch nachträglich, wenn ihr zu zweit unterwegs seid und einen dritten findet, mit dem dann auch noch spielen. Jetzt drücke ich bei den anderen beiden auch mal beim Team beitreten. So, habe jetzt über hier den Teamcode. Muss nochmal eingeben. 970 536 034. Einschalten, 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 zack. Jetzt zeigt es mir extra 4 Leute hier an. Ivar Mild, Ivar Bekannt, Ivar Kids. Ich weiß nicht, wieso beim Ivar Mild ein Ausrufezeichen dran ist und bei den anderen nicht. Ich bin der Host, wir sind jetzt alle aufgelistet. Wir können jetzt alle diese, diese Herausforderung abschließen. Es verdeckt euch halt oben den kompletten Bildschirm. Und nehmt euch halt gefühlt ein Viertel weg. Und jetzt stehen die alle hier auf der Karte und jeder hat halt sein Outfit an, was er anhat. Das sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Der eine schmeißt Konfetti. Ach du meine Güte, ist es herrlich. Und ihr könnt zu viert eben jetzt dann diese Spezialforschung lösen. Ihr könnt die auch mit 2 lösen. Ihr könnt die auch alleine lösen, indem ihr ein Handy in die Hosentasche steckt und dann rumlauft. Ne? Jetzt kann ich ja mal eins fangen, ein Pokémon. So, fangen wir mal das Blutzuck. Gehen mal zurück. Haben das schon hoffentlich jetzt gefangen. Jetzt sieht man nichts. Deswegen gehe ich wieder hier auf die Teamlobby. Wir haben 1 von 25 gefangen. Habanero hat 1. Bei gefangene Pokémon und bei allem anderen auch erkundet haben wir nichts. Perfekt. Jetzt müsste man also 25 Pokémon fangen. Ah. Wenn wir alles im Sitzen fangen, was hier rumsitzt, auf allen 4 Accounts, dann müsste das ja theoretisch schon zählen, oder nicht? Ich sehe, wie auf den anderen Handys die Anzeige sich immer zu bewegt und immer wieder oben irgendwie was macht. Neu reingeschoben wird, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil sie sich ja immer zu aktualisiert. Was vielleicht auch nervig sein kann, wenn du rumläufst und spielst und oben immer zu sich das bewegt und immer zu wieder neu reingeschoben wird, also... Weiß ich nicht. Ich kann mir das gut vorstellen an einem C-Day, wenn man unterwegs ist und zusammen einen C-Day spielt, dass man sich sagt, yo, komm, wir bilden eine Gruppe, wir machen ein Team, da können wir gleich noch ein paar Aufgaben lösen. Eine Medaille gibt es wahrscheinlich nicht. Wüsste ich jetzt nichts, habe ich noch nicht gelesen. Wäre doch aber interessant, dass es eine Medaille gibt, wenn man so und so viele Team-Herausforderungen zusammen als Team abgeschlossen hat
Denn Medaillen kann es nicht genug geben. Ihr müsst ja für manche Sachen auch so und so viele Platin-Medaillen haben. Dann hättet ihr hier eine weitere Möglichkeit, an eine Platin zu kommen, wenn ihr viele Freunde habt, mit denen ihr spielen könnt, dass ihr da euch leicht was erspielt. Genau. So, wie viel habe ich denn jetzt gefangen? Wir sind jetzt bei 9 von 25. Dann würde ich sagen, ich fange auf den anderen jetzt mal und melde mich dann gleich zurück und schaue mir dann nochmal die Statistik an, weil wir das ja dann abholen müssen, wenn wir fertig sind. So, da war der Rasenmäher kurz aus und pünktlich zum Abschließen der Team-Herausforderung geht er wieder an. Das hat sich jetzt auch einfach automatisch aktualisiert. Der eine hat gerade das letzte, das 25. Pokémon gefangen. Direkt ging diese Benachrichtigung hier auf. Team-Herausforderung abgeschlossen. Schnapp dir deine Belohnung. 25 von 25. Ihr seht, Habanero war der Beste. Aiwa Pikant hat immerhin noch 6 Stück gefangen. Aiwa Mild und Aiwa Kids waren die faulen Schweine. Die haben gerade mal 5 Stück gefangen. Jetzt könnt ihr hier die Belohnung abholen. Kriegt bei der Spezialforschung einen Fortschritt, weil ihr jetzt 1 von 10 habt in der Forschung und könnt direkt die nächste Team-Herausforderung auswählen. Ihr könnt euch natürlich kleine Aufgaben nehmen, damit ihr schneller die Spezialforschung durch habt. Da die aber eh immer verfügbar ist, könnt ihr euch ruhig an schwierigere Sachen trauen, die vielleicht auch ein bisschen länger dauern, wo ihr aber einfach bessere Belohnungen bekommt. Wenn ich mir jetzt hier die Belohnungen angucke, es gibt 3 Hypertränke, 2 Beleber und 3 gelbe Beeren. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich sogar auf die gelben Beeren gehen, weil, weiß ich nicht, die kannst du auch verfüttern, die kannst du auch wegschmeißen. Deswegen sind die Beeren wahrscheinlich das Beste. Fang 14 Pokémon mit Wetterverstärkung wäre das zweite, da kann ich ja trotzdem jetzt mal drauf drücken. Dann drückst du wieder auf Start, dann kriegen alle eine neue Aufgabe, können hier was machen. Und wenn ihr als Team unterwegs seid und zusammen auch einen Raid macht, dann habt ihr jetzt auch diesen Team-Bonus, wo ihr eben stärker seid, wo ihr eine stärkere Ladeattacke auf den Raid-Boss drauf zimmern könnt. Also, ist an sich ein interessantes Feature. Ich finde es halt schade, weil ich es nicht nutzen kann, denn ich bin nur noch mit einem Handy unterwegs meistens. Ich habe keinen Bock mehr, hier mit 4 Handys rumzurennen und mir den ganzen Stress anzutun. Bisschen nervig finde ich, dass diese Leiste oben die ganze Zeit wieder sich hin und her schiebt oder aktualisiert und dass es so viel vom Bildschirm wegnimmt. Manchmal kann es vielleicht sein, dass es ein bisschen chaotisch ist, wenn da 4 Oschis auf dem Bildschirm rumrennen, weil die euch vielleicht die Sicht nehmen auf ein Pokémon, vielleicht aber auch nicht. Also hier ist jetzt noch nichts gespawnt. Aber wenn ihr sowieso immer in der Gruppe unterwegs seid, macht das bestimmt riesen Spaß. Ist bestimmt mega genial, dass ihr zusammen einfach neben dem jeder fängt für sich, dieses wir fangen gemeinsam jetzt für noch eine Belohnung, für die Forschung, für irgendwelche anderen Sachen. Das ist sicherlich cool. Seid ihr in der Gruppe unterwegs, habt ihr Bock da drauf, werdet ihr das nutzen? Ich habe es jetzt fürs Video mal getestet, ansonsten werde ich es wohl jetzt nicht groß spielen können, nutzen können. Da warte ich dann drauf, bis Jenaya mal da ist, bis Hannes mal da ist, bis ansonsten Besuch da ist. Am Wochenende habe ich gehört, Reike will, glaube ich, auch am Wochenende mal kurz vorbeischneien. Die kriegt noch eine Packung Samyang. Vielleicht können wir ja wieder so einen Ausflug machen, wenn dann Reike, Pupsi, Ish und The Normie. Dann wären wir ja 4 Leute. Jeder spielt seinen eigenen Account. Für sowas ist das dann auch gut geeignet, glaube ich. Wenn ihr mal jemanden besucht und ihr gemeinsam eine Runde zocken wollt, loggt euch ein, habt eine Stunde Spaß, fangt ein bisschen was, macht eure Forschung dabei, dann ist das sicherlich eine feine Sache. Ansonsten für Solospieler halt ungeeignet, die gehen wieder mal leer aus. Dorfspieler ohne Freunde gehen wieder mal leer aus, außer sie haben natürlich entsprechend Accounts. Dafür kann man sich Zeit lassen, das werde ich nach und nach immer mal abholen, in anderen Videos auch, wenn ich das habe. Weil ich habe noch so viele andere Videos vorbereitet. Ich wollte euch den Level 41, 42 Level Aufstieg noch zeigen. Ich habe noch was vom Main Account übrig. Das spontan entstanden für heute das Video. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Wenn ich was vergessen habe, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten müsste das alles sein. Ihr habt die Forschung, ihr habt eure Belohnungen, ihr habt eure einzelnen Herausforderungen. Ihr könnt euch die T-Shirts holen und ihr könnt, wenn ihr zusammen einen Raid macht, natürlich dann auch Spaß haben. Gerade Raid-Stunde. Raid-Stunde Mittwoch, wenn ihr als Gruppe unterwegs seid, dann packt euch in eine Vierersitzung und macht dann die Raid-Stunde und dann eure Raids. Dann macht ihr mehr Schaden, der Raid wird nochmal einfacher, ist dahingehend also auch irgendwo sinnvoll.
Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und schreibt mal eure Meinung zum Teamplay, Partyplay in die Kommentare.